Doch zunächst treffen wir den geistigen Sohn von Sergio Leone. Wie der König des Spaghetti-Westerns wagt sich auch der niederländische Regisseur Martin Koolhoven an ein Genre, das eigentlich den Amerikanern vorbehalten ist. Und genau wie der Italiener verleiht er seinem Film Brimstone eine ganz eigene Würze. Mit einem psychopathischen Reverend, perversen Morden und einer starken Frau. Das Ergebnis könnte man als Bitterballen-Western bezeichnen, nach diesen holländischen Fleischkroketten. Was meinst du, Martin? Bitterball-Western? Bitterballen-Western, ach so, ja. Mein Vorschlag war Grützbord-Western. Das sagt dir nichts, oder? Grützbord ist ein typisch holländisches Gericht aus Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren. Aber der Vorschlag gefällt mir. Ab sofort sage ich Bitterballen-Western. Mir war vollkommen bewusst, dass ich mich als Holländer an ein zutiefst amerikanisches Genre heranwage und dass ich deshalb etwas aus meiner eigenen Kultur beisteuern musste. So wie die Spaghetti-Western sehr italienisch waren, brauchte ich etwas typisch Holländisches, und das ist der Calvinismus. Ich bin selbst protestantisch erzogen worden. Man kann den Film durchaus auch als protestantischen Western bezeichnen. Brimstone spielt in einem kleinen Dorf, in dem eines Tages ein fremder Priester auftaucht. Für die Protagonistin Liz, gespielt von Dakota Fanning, entpuppt er sich schon bald als das personifizierte Böse. Some of you have strayed, haven't you? In dem düsteren Drama über teuflische Machtspiele scheint ein Accessoire direkt dem Sadomaso-Keller entsprungen. Doch der Schein trügt. Diese Eisenmaske ist das Produkt von religiösem Fanatismus. Erfunden hat sie ein Puritaner, der seine redselige Frau damit zum Schweigen bringen wollte. Why do you let him do this? I'll never be like you. This is no way to live. Es stimmt, diese Maske hat es tatsächlich gegeben. Zwar schon vor der Zeit, in der der Film spielt, aber auch damals wurde sie noch eingesetzt. Martin Koolhoven wird 1969 als Sohn eines Gefängnisaufsehers in Den Haag geboren. Er besucht eine Konfessionsschule und macht mit 27 sein Diplom an der Filmakademie in Amsterdam. Anschließend dreht er in seiner Muttersprache eine Reihe von Kurz- und Spielfilmen und 2008 dann seinen bisher größten Erfolg. Mein Kriegswinter ist ein Drama über einen Jungen, der sich im besetzten Holland auf die Seite des Widerstands schlägt. 2010 vertritt er die Niederlande bei der Oscarverleihung in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film. Das gab mir Rückenwind und ich dachte, okay, was liegt dir wirklich am Herzen? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das Projekt deiner Träume zu realisieren. Und das war Brimstone. Ich wurde geboren, um diesen Film zu drehen. Seit den ersten öffentlichen Vorführungen sorgt Martins Debüt in englischer Sprache für Diskussionen. Der Grund ist die ungezügelte Gewalt des Westerns. You want a trade, man, huh? You want an eye for an eye? Is that what you want, man? You take a movie like a typical Hollywood blockbuster. In einem klassischen Hollywood-Blockbuster werden Gewaltszenen viel expliziter gezeigt und das Publikum lacht darüber. Bei mir ist die eigentliche Gewalt oft gar nicht zu sehen. Nur indirekt, durch den Blick eines Beobachters. Und das erzeugt Unbehagen. Doch was ist da moralischer? Ich finde die zweite Variante. Niemand kann behaupten, ich sei ein Sadist. What do people think? That God is well disposed towards you? Let me set things straight. Those who deserve it go to hell. I could tell you about hell. About its flames.
Und Martin Kohlhoven ist auch nicht der erste grausame Niederländer. Sein Landsmann Paul Verhoeven, Regisseur von Total Recall, Robocop und Basic Instinct, trägt diesen unrühmlichen Titel seit fast 40 Jahren. Kohlhoven sieht das als ein Kompliment. Wir beide teilen eine gewisse Direktheit. Vielleicht ist Verhoevens Ansatz etwas realistischer und meiner eher stilisiert. Bei seinem jüngsten Film hatten alle mit einem Eklat gerechnet. Und dann gab es Lobeshymnen. Als ich ihn neulich getroffen habe, meinte er, jetzt muss ich aber etwas richtig Böses machen. Das ist lustig, weil ich plötzlich selbst als zu böse verrufen bin. Vielleicht ist das typisch holländisch.